Bei einem normalen Theaterstück oder einem Tanzstück sitzt das Publikum vor einer leeren Bühne und wartet darauf, dass das Licht angeht und die Leute reinkommen, die Schauspieler, die Tänzer, die Performer. In diesem Fall ist es so, dass wir schon länger auf der Bühne sind und Musik hören. Nina tut ihren Kuchen vorbereiten und wir stehen herum und tun die Leute empfangen und denen den Platz zuweisen. En fait, Nina, elle savait pas trop sur les traditions suisses avant d'aller au Chili. C'est au Chili qu'elle a appris pas mal de choses. Wir wollten eigentlich nach Chile gehen, um dort etwas zu lernen, das wir dann wieder zurückbringen können in die Schweiz. Das war immer die Idee, dass wir eigentlich Schweizer Tradition lernen in Chile. Das war so das Grundkonzept. Und zum Beispiel, wir haben gelernt, einen Schweizer Tanz zu tanzen. Einen Schweizer Tanz in Klammern, weil das ist nicht unbedingt ein Schweizer Tanz, so wie man das in der Schweiz versteht. Aber sie nennen es La Danza Suiza. Also es ist ein Schweizer Tanz. Wir haben gelernt, einen Kuchen zu backen, nach Schweizer Art. Super, merci beaucoup. Das Haus, wo die Taufen mit sind, in dem haben wir einen Monat lang gewohnt, wo wir jetzt drei Gänse sind. Ich denke, es geht vor allem darum, die Schweiz aus der Ferne zu betrachten, Distanz zu gewinnen zum eigenen Land und zu schauen, wie das von außen aussieht. Das ist ein wichtiger Punkt. Andere Punkte sind zum Beispiel zu zeigen, dass die Schweiz vor nicht allzu langer Zeit ein Auswanderungsland war und dass das obwohl das heute vergessen wurde, dass das direkte Folgen hatte und dass es Leute gibt, die sehr fest mit dieser Geschichte verbunden sind, wie zum Beispiel in Chile, in Traigen, die Leute, die wir besucht haben. Schweizerin. Quien tiene una ascendencia extranjera es más puntual, es más formal, más riguroso en su trabajo, en su forma de hacer las cosas. Se nota ahí una formación, como le insisto, más estructura, más orden. A moi, ça me touche beaucoup faire l'interview à quatre personnes et vérifier que les quatre personnes ont beaucoup de plaintes. Ils se plaignent trop de mon pays et puis ça commence à... Oui. Ça commence à me dire, oh putain, alors, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Comment ça me touche? Et puis, au tout le contraire, la Suisse, c'est la perfection. C'est pas que j'ai une jalousie, c'est un questionnement profond.